Und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Minecraft, besser gesagt Sky Factory 4. Wir spielen das heute mal. Ich habe jetzt mehrere Versuche schon gehabt, das zu spielen. Und ich habe jetzt langsam den Dreh raus und weiß langsam, was abgeht. So, wir bauen uns jetzt. Schnell wie möglich runter, bauen dann hier schnell den Baum abbauen. Das ist der Setzling, das war das Wichtigste. Oh. Das wird wehtun. Das tat sehr gut weh. Aber ich bin noch nicht tot. Was ganz angenehm ist. Und in der Hoffnung war es auch das letzte Mal, dass ich runterfalle. Und ich habe direkt zwei Setzlinge, was auch sehr angenehm ist. So. Ich habe herausgefunden, wenn man sich duckt, dann wächst der Baum schneller. So. So, wir wollen jetzt möglichst schnell die sämtliche Ressourcen von diesem Baum haben. Mist, da war schon ein Sapling wieder mal verschwendet. So. Und wir können mal das Brot essen. Dann heilen wir uns vielleicht auch wieder. Aber das war schon eine sehr dumme Aktion mit dem Runterfallen. Muss nicht unbedingt nochmal sein. Komm, den Kaffee trinken wir auch. Also, vielleicht sollte ich mir auch vorher noch eine Axt machen. Ja gut, das wollte ich auch, aber jetzt eigentlich noch nicht. Aber was mache ich denn heute? So. Dann haben wir die Axt. Geht das vielleicht alles ein bisschen schneller? So, 4x4 ist rum. So, dann lasse ich den jetzt erstmal wachsen. Ist es gedrückt bleiben? Nein. Oh, vielleicht sollte ich... Ah, nee. Komm, wachs nochmal, danke. So, es lief nicht so optimal mit dem Runterfallen, aber... Vielleicht brauche ich hier noch einen Setzling raus. Wäre schön. Sei mir aber anscheinend nicht gegönnt.
Das war mir anscheinend wirklich nicht gegönnt. So, dann. Was ist das denn? Okay, das ist mir neu. Das heißt aber, ich brauche jetzt hier erstmal einen Step nach da, um mir erstmal den Crafting Table zu machen. So, und hier werde ich mir jetzt erstmal einen weiteren Dirt Block machen. So. Damit ich zwei Bäume habe. Und ja, das ist jetzt nicht ganz so ideal, will ich natürlich dazu sagen, weil die sich natürlich jetzt gegenseitig beeinflussen. Aber was soll's? Perfekt. Wir wollen ja Holz haben, um weiter fortzuschreiten. Und wir müssen auch fortschreiten. So, jetzt möchte ich hier noch. Ich glaube, ich mache das nochmal breiter. Alles, damit das hier auch seine. Also das Wachstum wird es auf jeden Fall nicht beeinflusst mehr und ich kann, wenn ich die eine Seite abgebaut habe, kann ich auch den zweiten Baum wachsen lassen. Okay. Ja, gut. Das hätte ich wissen können. Ja, um meinen guten. Okay, das war ja ein kleinerer Baum. So, aber das reicht doch schon, um mir eine Holzhacke zu machen, damit meine Leiden wenigstens ein bisschen verschnellert wird. Schön, da ist noch ein Baum. Langsam wird hier ein Schuh draus. So. Okay. Es müsste eigentlich hier sein und dadurch dann noch mal ein ganzes Stückchen breiter. Also eigentlich 1, 2, 1, 2 hier. So, das heißt, wir machen hier noch ein Erd. Was mache ich denn? Das will ich nicht. Zack, zack. So, dann machen wir hier noch den neuen Baum hin. Der kommt nämlich hier hin. Oh, ich hab's aufgefangen. Perfekt. So, dann fällt hier auch nichts mehr runter. Und ich kann hier noch drei weiter ausbauen. So. Drei, vier. Drei, ein weiterer Erdblock, zwei, drei, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben,
7, okay. 2. Gut, mir fehlt noch ein bisschen Holz. Das ist nicht so schlimm. Also mir fehlt noch einiges an Holz, weil wir hier viel, viel, viel wirtschaften müssen. So, und ich mache natürlich jetzt hier eine Fackel hin. Stelle mich mal mittig. Und das war's schon mit dem. Schön. Achso, das andere kann natürlich auch wachsen, wenn es will. Aha, gut. Holz haben wir hier wieder. Perfekt. Das läuft wirklich, wirklich, wirklich gut. So, 1, 2, 3. Das und noch eine Reihe und dann hätten wir auch das erstmal abgeschlossen. So. Das fällt hier auch nicht mehr runter. Das finde ich gut. Gut. Also, Baum abbauen. Wir brauchen vielleicht noch ein bisschen Holz. Das auch nochmal wachsen lassen. Ich möchte jetzt nicht immer die Blätter weiter abbauen. Boah, das ist aber auch echt anstrengend. Kommst du? Ja, vielleicht dauert es auch noch ein bisschen länger. Das ist zu nah. Oh, ich hab verkackt. 1, 2, 3. Oh, please. Mist. Weg ist es. Ja, gut. Nicht ganz so schlimm. Dafür bekomme ich natürlich dann das wieder. Dann mache ich mal halt noch einen neuen Erdblock. Was mache ich denn hier? So, jetzt aber. So, parallel geht's jetzt weiter mit der Trocknungsstation, die ich mal einfach ein bisschen verschieben werde, aber hier werde ich jetzt erstmal einen Bereich machen, wo ich auch ein bisschen arbeiten kann. So, und dann kommt hier jetzt erstmal eine Wand hin. So, jetzt wäre ich trotzdem ganz begeistert davon, wenn du wachsen würdest. Und ja. Perfekt. Ich habe hier auch noch. Oh, das gab aber viele Setzlinge. So, setzlingsmäßig bin ich ganz gut aufgestellt eigentlich. Ich mache mir jetzt noch eine Kiste. Dann machen wir die Trocknungsregale. Wahrscheinlich noch ein paar mehr. Und dann tun wir mal. Achso, vielleicht sollte ich hier auch nochmal einen hinsetzen. Auch wirklich gut. Die Kiste nehme ich mir auch mal hier hin. Kommt mal hier hin. Dann können wir mal ein bisschen wichtige Sachen safen, die wir vielleicht irgendwann nochmal brauchen. Was? Okay, das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Achso, okay. War irgendwas Komisches. Die Hälfte der Bäume da rein als Sicherheit. Und hier würde ich mal sagen,
Tun wir uns mal zwischensetzen und. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, beenden wir unsere Mauer. Ich muss halt die Musik ein bisschen leiser machen. Entschuldigung. Boah, ich finde die Option nie. Musik ein bisschen leiser. So. Und jetzt kommt hier die Trocknungsstation dran. Und da tue ich jetzt. Nee. Eicheln ran. So. Entweder wächst du. Ja, perfekt. So, dann haben wir auch Holz. Oh, es gibt sogar noch einen. Perfekt. Noch mehr Holz. So, und dann tue ich jetzt hier nochmal eine Etage dran. Weil wir kommen jetzt. Die. Das Ding hin. Was auch immer das macht. So. Jetzt ist die Frage, was war mit dem Sapling? Sapling, es geht um den, nicht den Cotton Sapling, sondern um den Purified Sapling. Er braucht 9 Stück davon und einen Dirt Sapling. Nein, ich wollte schon den. Ne, das ist der Cotton. Das ist eine Purified hier. Gravel Sapling. Ah, krass, okay. Ja, dann würde ich sagen, müssen wir hier wohl noch eine Etage dran bauen. Zack. Upsala. Also ich kann es auch anscheinend essen. Und das würde ich auch bevorzugen. Achso, noch einmal. Genau. Kann ich den Dirt auch essen? Nee. Den kann ich nicht essen. So. Aber das reicht ja eigentlich schon. Ich brauche ja nur 8. Hardwood. Dann werden wir den jetzt mal hier aufwachsen lassen. Also war das Schwachsinn mit dem 8. Ja gut, jetzt haben wir es. Ist egal. Okay, was gibt's jetzt hier raus? So, die Holzzeit ist, glaube ich, jetzt langsam vorbei. Wir können langsam zur Steinzeit rübertreten. So, was habe ich denn hier? Purified noch einmal. Ja, da kann ich ja direkt noch einen machen von. Und die sammle ich jetzt auch ein, oder? Ja, okay. Gut, kann ich die nochmal trocknen?
Die sind doch schon getrocknet. Macht ja gar keinen Sinn. Machen wir direkt noch ein Setzing. Und damit ist es, glaube ich, auch der neue Baum. Wachsen, 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 wachsen. Oh, da ist noch ein alter Setzling. Wachse, komm. Perfekt. Broken. Kann ich hier reparieren? Ah, kann ich tatsächlich. Schön. Mit 4 Holz kann ich sie wieder reparieren. So. Was ist denn... das wollte ich jetzt nicht da rein tun. Das ist auch ein bisschen viel, nicht? Das kann ich da mal reintun. Keine Ahnung, was das macht. Aber ich weiß auf jeden Fall, was ich als nächstes machen kann, nämlich Gravel. Oder auch nicht. Hab nichts gesagt. Was sagt denn mein Baum, was ich als nächstes machen kann? Clay, Bone und Gravel. Den Bone würde ich gerne mal wissen. Gravel, Cotton, was ist denn der Bone? Bone, Sibling. Okay. Das heißt, wir müssen Gegner spawnen oder was? Was ist denn hier mit den Purified Resin? Wird's geschrieben? Resin. Ach komm. Purified, also das getrocknete? Ich kann nicht mehr schreiben. Petrified, upsala. Petrified. Da mache ich Cobblestone mit. Marble. Redstone Sapling. Nickel, Amber. Aber vor allen Dingen mache ich hier Stein mit. Das ist dann das nächste Update, was wartet. Kann ich mir die Steinaxt machen? Oh, ist schon gewachsen. So und so. So und so und. Du wirst jetzt auch noch wachsen. Na, sag ich doch.
Wird da was raus? Das sieht irgendwie nicht so aus. Okay, wir tun es jetzt mal hier alles hin. Und dann haben wir auch alles für ein bisschen Stein. Cobblestone. Alter, das ist ja anstrengend. Ich glaube, ich benutze das hier noch völlig falsch, aber hier so schneller. So, neue Axt. Neue Axt. Und es wird sofort besser. Jo, tschüss. Gucken wir mal, wie viel besser das wird. Und erst ein paar von denen an. Schön. Das ist angenehmer. So, dann ist aber die nächste Frage. Was ist denn das nächste Ziel? Eating Dirt, guck any. Aha. Das ist das nächste Ziel. Wir brauchen einen Ofen. Einen Ofen brauchen wir. Ja, das wird. Schwieriger, würde ich sagen. Weil ich jetzt nur 5 Steine habe. Aber das können wir, 5 Steine bekomme. Ich brauche aber 8. Aber es wird langsam, würde ich sagen. Wir räumen hier mal ein bisschen auf. Schöne Sache. Hier, das lassen wir auch nochmal wachsen. Und lassen das auch mal produzieren. So. Und das hat mir aber immer noch. Einer fehlt mir. Das heißt, das würde ich auch noch diese. Also nicht einer, ein Steinblock fehlt mir, das heißt, mir fehlen noch. Oh, das sollte jetzt schon passen. Zack. So, und jetzt haben wir den Ofen. Mega. So, und wir sollten darin das mal braten, wurde uns geraten. Und ich sollte auch mal einen anderen Setzling holen. Nämlich ein bisschen, obwohl noch Holz haben wir noch. Das war nicht das, was ich machen wollte. Jetzt auf jeden Fall essen. Schön.
Okay, schön. So, was war das nächste, was wir danach machen wollen? Wir gucken mal. Wir gucken mal in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder Sky Factory spiele. Bis dahin, tschüss.